Turniertänzer brauchen Durchhaltevermögen. Die lange Ballnacht beginnt für alle Paare gleich. Umziehen, schminken, Haare stylen. Auch für Lokalmatadoren gibt's da keine Ausnahme. Bei den Frauen dauert das Stunden, ne? Also möchte ich nicht tauschen. Also ich brauche, bis ich so aussehe, dann eine halbe Stunde, also mit Frack anziehen natürlich. Ne? Aber die Mädels, die sind viel schicker, ne? Das dauert länger. Also zu Hause brauche ich bestimmt so anderthalb Stunden mindestens für alles. Warmtanzen für die große Show. Sophia Watzke und Paul Berger sind die einzigen Starter vom gastgebenden TSC Silberpfeil. Sie starten in der Hauptgruppe A, dem Besten, was Pirna tanzt, zu bieten hat. Das Finale ist ihr Ziel, die Konkurrenz stark. Die anderen Paare kommen aus dem gesamten Bundesgebiet, ein Indiz für das gute Niveau bei Pirna tanzt. Also Pirna tanzt gehört eindeutig mit zu den hochkarätischen Veranstaltungen im Landestanzsportverband Sachsen. Und darauf sind wir stolz. 60 Jahre wird beim TSC Silberpfeil jetzt schon das Tanzbein geschwungen. Das große Ballturnier gibt es zum 10. Mal. Für das Jubiläum hat sich der Verein etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Wir haben uns überlegt, dass wir dieses Jahr einfach mal mit Live-Musik spielen. Sprich Live-Musik nicht nur für die Zuschauer, sondern natürlich auch für unsere Tanzpaare. Das ist was ganz Besonderes. Das machen nicht mehr sehr viele Vereine, weil das natürlich auch ins Budget schlägt. Aber wir freuen uns, dass wir das dieses Jahr einfach hingekriegt haben und eine Band gewonnen haben, die auch schon zum Sempernoberen Ball gespielt hat. Und ja, wir sind einfach stolz drauf, dass wir das so schaffen. Jetzt wird es auch für Sophia Watzke und Paul Berger ernst. Zunächst gilt es, in den Standardtänzen zu bestehen. 5 Wertungsrichter entscheiden am Ende, welches Paar gewinnt. Sie wissen genau, worauf es ankommt. Eigentlich ist Tanzen ja eine Sportart, in der wir uns zur Musik passend bewegen sollen. Und deswegen gibt es ja auch im DTV, also im Deutschen Tanzsportverband, 4 Wertungskriterien, nach denen wir uns als Wertungsrichter zu richten haben. Und das erste Kriterium, was für uns eine Rolle spielt, ist nun mal die Musik. Erst danach kommen die anderen Kriterien wie Balancen, Bewegungsabläufe und auch Charakteristik der Tänze. Sophia Watzke und Paul Berger haben ihr Ziel erreicht. Denkbar knapp ziehen sie in das Finale ein. Jetzt gibt es noch einmal 5 Standardtänze. Ein ordentliches Pensum. Am Ende springt der 6. Platz heraus. Wir sind zufrieden. Also wir haben alles gegeben. Wir können uns nichts vorwerfen. Es war ein tolles Finale. Pirnas Vorzeigepaar tanzt seit 6 Jahren zusammen. Ausbildung und Studium aber machen Tanzen zur echten Nebensache. Maximal 2-mal in der Woche kommen sie noch zum Training. Eigentlich zu wenig, will man langfristig in der zweithöchsten Wertungsklasse mitmischen. Naja, ich denke mal 3-mal wäre schon eigentlich ganz gut. Zum Mithalten, um richtig gut zu sein. Die guten Paare, die trainieren 6-7 Mal die Woche. Also die sind dann wirklich in der Spitze dabei. Das können wir leider nicht schaffen, aber 3-mal wäre ganz gut. Ja. Auch ein langer Ballabend geht irgendwann einmal zu Ende. Nach 6 Stunden und 20 Tänzen haben es Sophia Watzke und Paul Berger geschafft. Auch im Latein gehören sie zu den Finalpaaren. Die Sieger bei Pirna tanzt aber, die kommen aus Liberec und Gera.